Naja, reden wir nicht drüber. Das ist okay. Ich habe keine Ahnung, was das... Ich habe keine Ahnung, was die Viecher geben. Ziegenknochen? Muss ich jetzt also auch Ziegen jagen? Hallo? 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 Ich will da... Och, Mann. Ist das gemein? Ist das gemein? Ja, das ist gemein. Okay. Sehr nahrhaft. Ja. Okay, mein Bogen macht noch nicht genug Schaden, dass ich die Viecher mit einem Mal one-shotte. Das bedeutet... Okay, das zählt wohl als Begrüßung. Ich kann aber meinen Fokus nicht anmachen. Eine Fremde auf dem Berg. Ja, die Frage ist jetzt nur, was machen die mit uns? Aber ich glaube, die sind friedlich, aber nicht freundlich. Ist aber ein schönes DLC. Doch. Wenn ich das Let's Play beendet habe. Sicher, dass du hier nicht frieren wirst, Nora? Mir ist vom Klettern warm genug. Okay. Aloy hat gesagt, hier ist warm genug. Na gut. Du hast zum Schnitt geschafft, Fremde. Aber du bleibst nicht lang. Dies ist Sangesgrund, die größte Siedlung im Schnitt. Mhm. Gut. Von dem Berg dort steigt Rauch auf. Und vom Dorf auch. Weswegen? Dorf? Was für ein Dorf? Stärker als sonst. Ein böses Omen für das Ritual. Okay. In Zeiten wie diesen dürfen wir nicht vergessen, wie wichtig Zeremonien sind. Finde heraus, woher der Rauch kommt. In ihn müssen wir unser Vertrauen setzen. Okay. Ein Banuk zu sein bedeutet zu wissen, dass der Tod allgegenwärtig ist. Unsere Jäger wussten das. Na dann... Yo, will nicht wissen, was da unten abgeht. Aber ich glaube, wir müssen da hin. Da ist was Großes im Gange. Fast das gesamte Dorf geht in Richtung des Rauchs. So viele Jäger haben wir seit dem Krieg mit den Katscha nicht mehr verloren. Mögen die Lieder der Verlorenen auf ewig nachklingen. Da will ich mal speichern, das sieht wirklich interessant aus. Da scheinen wir ja immer genau zum richtigen Zeitpunkt zu kommen. Unserer Jäger an Arataks Händen klebt. Er hat sie vor eine große Herausforderung gestellt. Das ist alles. Urea ist schon lange fort. Aber sie... Gleich gibt's etwas Seltenes, Nora. Burkrent, Lieferant für Bedarfsgüter. Meistens verbrennen die Banuk ihre Toten. Okay. Aber nicht heute. Oha. Warum? Weil man die Körper nicht bergen konnte. Ja, scheußliche Sache. All ihre besten Krieger. Fort. Also werden sie diesmal anders verabschiedet. Okay. Ja.
Haben die da blaue Kabel in ihre... What the... Das muss doch wehgetan haben. Greift eure Trauer, meine Jäger, und tötet sie! Die unseren erfüllten das Schicksal, nach dem alle Banuk streben. Sie fielen mit ihren Speeren tief im Stahl. Ihr Kampf ist nun zu Ende. Ihr habt ihre Seelen in den blauen Himmel aufsteigen sehen und hinaus ins blaue Licht. Okay. Doch unser Kampf beginnt gerade erst. Bald werden wir wieder Jagd auf den Dämon machen, der die Maschinen gegen uns aufhetzt. So frage ich euch. Tragt ihr den Mut unserer Gefallenen in euch? Werdet ihr kämpfen und sterben, wie sie es taten? Mein Mut! Mein Speer! Unser Blut in deinen Zähnen, Aratak! Wir sind Banuk. Unsere Feinde sind Beute. Okay. Dämon, der die Maschinen aufhetzt. Maschinen, die ihre Stärksten getötet haben. Und was wollen sie tun? Wieder dort raufgehen. Narren. Ein kleiner Rat. Gratis. Aloy. Aloy. Ich bin seit zwei langen Wintern hier. Und ich verstehe die Banuk noch immer nicht. Dieser Krawall etwa. Er begann mit dieser Schamanin, Uria. Sie erzählte über Stimmen und Dämonen oben auf dem Donnerkamm. Also marschiert ihr Verak nach oben und die Hälfte wird getötet. Von Maschinen. Als Uria verschwand, dachte ich, dass der Wahnsinn auch fort wäre. Doch nein. Der große Aratak kommt, rüstet auf, um es nochmal zu wiederholen. Ja, das. Ich wüsste gern mehr über den Dämon. Nur Gerede, Aloy. Oder steckt mehr dahinter? Etwas, was das Verhalten der Maschinen bewirkt. Dann musst du Uria finden. Zuletzt wurde sie auf dem Weg zum Eisfall im Gebirge gesehen. Tja, angeblich kennen nur Schamanen den Weg durch diese eisigen Gipfel. Aber ich weiß, wo du ihren Lehrling findest. Naltuk. Er geht Gerüchten nach. Nördlich des Flusses. Gerüchte? Nicht sehr gute. Plötzliche Angriffe im Schnee. Seltsame Strukturen. Es sei eine neue Maschine, wie sie noch nie gesehen wurde. Jetzt bin ich wirklich interessiert. Vielen Dank, Burgrend. Nichts zu danken. Ob Aratak mir mehr über Uria oder den Donnerkamm sagen kann? Ein Versuch ist wert. Okay, die Frage ist, jetzt will ich auch noch die Nebenquests hier machen. Die würden sich hier, glaube ich, echt lohnen, weil es gibt echt viel EP. Die Fähigkeitspunkte werde ich mal... Die sind richtig gut, aber dafür brauchen wir Blauglanz. Gut, das ist ein Championbogen. Den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das wäre ein guter Ersatz für meinen normalen Bogen, also Jagdbogen. Das ist natürlich der Powerschussbogen. Nee, andersrum. Das ist der Scharfschussbogen. Scharfschussbogen und Jägerbogen, okay. Ja, genau, genau. Den würde ich mir gerne holen. Dafür brauchen wir 14 mal Blauglanz. Ist vielleicht gar nicht schlecht, ich fürchte mich nicht vor Banditen. Dass wir hier nur Blauglanz haben. Du scheinst traurig zu sein. Du hast eine Flut erwähnt? Ja, eine plötzliche Flut, ohne Regen oder Schmelze. Ich bin Laulei, Lautlochs Trommlerin.
Die war ich zumindest, bis es überall Lautloch. Im Wasser verschwand. Lautloch? Was ist das? Ein lautes Loch. Gemacht von den Alten. Eine Kammer, okay. Ein Becken und ein Musikinstrument in einem. Mein Leben, mein Beruf. Ich würde es dir gern erklären mit Musik. Aber die Rohre liegen jetzt tief unter Wasser. Das kriegen wir bestimmt hin. Ohne Regen. Sehr seltsam. Wo finde ich es? Ich sehe es mir an, falls ich dort bin. Nordwestlich von hier. Sieh es dir nur an, aber es wird nichts nützen. Das Flutwasser fließt nicht einfach ab. Ein Fluss lässt sich nicht so leicht erweichen. Ich glaube, das war was anderes. So plötzlich, wie das kommt, kann es auch gehen. So, finde Natuk, sprich mit Aratak. Ich würde sagen, wir versuchen erstmal mit Aratak zu sprechen. Aratak hat das Fahrrad ab. Ich möchte von euch nicht mehr so etwas hören. Zweifel wiegt mehr als der Schnee einer Woche. Vergebt mir, mein Häuptling. Wir sind für den nächsten Versuch bereit. Aber das wird kein Versuch sein. Es muss gelingen. Versteht ihr das? Mein Häuptling. Gut. Wunderbar. Fremde. Ich nehme an, du willst reden. Orea weiß von diesem Dämon. Wo kann ich sie sprechen? Sie macht Schamanenarbeit. Nicht für die Augen und Ohren anderer bestimmt. Erst recht nicht die einer Fremden. Dieser Dämon, von dem du sprachst. Wenn du zäh genug bist, dann wag dich raus und such selbst nach Zeichen. Er hat die Maschinen verändert. Sie wilder gemacht. Stärker. Aber was ist er? Das sollen die Schamanen klären. Warum auch nicht? Das kriegen wir schon hin. Kam dein Verak von diesem Ort? Nein, wir haben die meisten Jäger aus Ban-Ur versammelt, um den Dämon zu bekämpfen. Mhm. Ich wurde hier geboren und habe die Kaja bekämpft, während andere in die Berge flohen. Ein paar meiner Krieger sind mir noch treu. Die überlebten. Es gibt noch andere Viraks in Sangesgrund? Ja, das Dorf ist eigenständig und bietet den Banuk Handel und Schutz. Als der Krieg vorbei war, entstand es aus einem ehemaligen Lager, so schnell wie die Blüte zwischen Frösten. Vielleicht überdauert es, bis die Kaja wieder Krieg suchen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Du willst unbedingt zum Berg zurück? Werden wir verhindern. Darauf gab ich mein Wort. Das trifft des hohen Risikos. Welches Risiko? Sterben? Es wäre ein schlimmes Schicksal, unsere Köpfe zu senken. Und zu sagen, zu viel. Gut, ich denke, das war's dann. Gut. Lieber Taten als Worte. Richtig. Also, er ist jetzt nicht so... Also, weiß nicht. So geil finde ich den jetzt nicht unbedingt. Aber der war jetzt auch nicht unfreundlich. Das ist ein Häuptling, ja, muss man halt schon sagen. Der hat schon eine gewisse Achtung und Würde zu halten. Muss man halt nur... Zu erfahren, wie dieser Dämon die Maschinen beeinflusst, muss ich Orea finden. Und dafür muss ich mit ihrem Lehrling sprechen, der nach Norden gegangen ist. Ja. Norden ist in dieser Richtung. Jetzt will ich aber hier nochmal gucken, weil ich glaube, es macht halt schon Sinn, hier diese ganzen Dinger mitzunehmen, so gut ich kann. Einen Moment. Was gibt's denn? Es ist interessant, dass Aloy im Schnee halt die Rüstung weiß wird. Der Speer. Ich kann das blaue Licht darin sehen. Du bist nicht der Erste, der Interesse zeigt. Ich hab sie gebaut. Dein eigener Entwurf. Und doch bist du keine Schamanin. Nein. Eher kreativ. Nicht jeder versteht den Funken im Metall, das Lied, das dem Metall innewohnt. Aber es könnte verbessert werden, modifiziert, mit der Hilfe der Alten. Nördlich von hier ist eine Höhle, ein Schacht im Schnee. Darin ist ein Nest von Metallvögeln. Mhm. Finde einen Vogel, der noch vollkommen unversehrt Justin, ist. Grüß dich. Such eine Schiene darin, die so lang ist wie dein Speer. Mehr kann ich nicht sagen. Eine Schiene von ein paar Metallvögeln besorgen. Nichts Ungewöhnliches. Das kriegen wir hin. Ja. In der Stunde muss ich wieder los. Oh nein. Hast du nicht heute frei?
Gut, auf jeden Fall, wir spielen Horizon Zero Dawn. Die, die DLCs. Und mal gucken, wie lange wir Lust haben und wie weit wir hier kommen. Warte mal, ich will mal was gucken. Habe ich den überhaupt geupdatet? Wahrscheinlich nicht. Ich will nämlich mal gucken, was die Temperatur sagt. Die CPU, die GPU einfach nur mal ab. Leistung, ich brauche die erweiterte Leistung. (lacht) 62 Grad, das geht eigentlich noch. PC fühlt sich wärmer an. Ah, nicht mehr. Okay. Ja, du musst also los, hast du gesagt, ne? Ich muss eigentlich nur gerade Fische noch ein paar jagen, dass ich meine Schleuder ein bisschen aufwerten kann. Aber ich weiß nicht, ob ich hier viele Fische finden werde. Wächter. Okay. Ja, wir sind bei Horizon Zero Dawn jetzt hier oben. Ich werde mal gucken, wie viel Quests wir machen. Also alles ab Stufe 30 ist meistens DLC. Das ist schon mal ganz gut. Dementsprechend bleiben wir so. Ja, Justin, wo geht's dann hin, mein Lieber? Und wie sieht's bei dir aus mit morgen? Heute kein Feiertag? Ich kann meine... Eigentlich kann ich fast gar nichts mehr spüren. Fremde. Kaja-Fremde. Und mir noch der Schädel. Zum Glück war die Nora da, um den Sonnenkönig zu beschützen. Hatte die Garde dort zu suchen. Was führt euch Kaja so weit weg von eurer Heimat? Der Schnitt bietet gute Jagdgründe und Gefahren. Manchen sagt beides zu und sie bezahlen Leute wie mich, um sie zu führen. Diesmal ist es schlecht gelaufen und das trotz dieses Priesters, der die Zeichen lesen soll. Ich sagte, dass das Sonnenlicht rot war in der Nacht ist. Aber dies ist meine Sorge, Jägerin. Mögen deine Pfeile ihr Ziel finden. Okay. Tja, ich würde sagen, der Priester, der hat jetzt bei der Dame nicht viel, kriegt. Ja, das ist schlimm, ne? Ohne zu zögern, sie hat sich zwischen den Mörder und unseren Sonnenkönig geworfen. Etwas Vorrat. So, ich weiß nicht, ob ich Ziegensachen brauche. Burgrin sagte, dass Orias Lehrling dem Fluss nördlich folgt. Hoffentlich nicht zu weit. Muss ich nur gucken, was ich am besten mache. Ich müsste eigentlich zu einem Langhals, aber ich sehe hier keinen, der hier rumeiert. Waschbär! Die Eiswüste sieht schon geil aus. Kannst du sagen und tun, was du willst. Ein Langhals? Ihn wohl zu Fall bringen können. Die sind unkaputtbar. Bist du dir sicher? Was haben wir denn hier? Dämonischer Plünderer. Na super. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Bogen schaffe. Will zwar jetzt nichts sagen, aber ja, okay. Es geht. Es geht. Man merkt schon, dass wir auf Normal spielen und nicht auf Ultraschwer. Das muss man sagen. Okay. Schön
Habe ich hier irgendwas, wo ich mich verstecken kann? Nee, natürlich nicht. Du bist am Ende. Wie, ich habe keine Muni. Jetzt mal aufhören, überall deinen Scheiß hier zu verteilen. Das ist ja wie Tretminen. Okay, dann geht's. Machen wir den Langhals mal. Ja, let's... Ist ja auch kein Problem, aber vorher würde ich gerne den Stuff, den wir gerade gekillt haben, erstmal plündern. Ja. Justin, wie geht's? Wie steht's bei dir? Ich sollte meinen Fokus einsetzen und sehen, ja, was er findet. Das solltest du, Aloy. Allerdings gleich. Hey, wir haben wieder Drähte. Vielleicht reaktivieren und auf den Kopf zugreifen. Okay. Den Kopf zugreifen, super. Warum? Warte mal. Okay, wir müssen drei Teile finden. Weiß zwar nicht, warum die Teile hier rumeiern. Aber dann... Ja, müssen wir mal einen Langhals wieder herstellen. Ist auch mal was anderes. Stärke. Haben die keine Schwäche? Immer feste drauf. Direkt noch ein hinterher. So, dann sind die schon mal weg. Das ist schon mal gut. Habe ich das Gefühl, dass das Spiel so extrem laut ist, oder bin ich einfach nur, habe ich die Kopfhörer einfach nur hochgeschaltet? Ich sollte nicht so viele von den Dingern benutzen. Schaden mache ich eigentlich genug. So, wunderbar. Das klappt super. Freue ich mich. Boah, Draht. Hier habe ich viel Draht bekommen. Ja, das stimmt. Doch, ich kann mit dem Draht zufrieden sein, den ich gefunden habe. Bei dem Versenker bin ich mir nicht ganz sicher. Die sind die Luchse, Luchsmaschinen.
wie eine rose Miezekatze. Tja, die haben wir verpasst, Justin. Weil heute nicht überall Feiertag ist. Ich glaube, in Bayern ist kein Feiertag. Nordrhein-Westfalen bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist nicht überall heute gesetzlicher Feiertag. Deswegen hatte ich da mal nachgefragt. Du hattest dich aber diesbezüglich auch nicht geäußert, ob oder nicht. Langhalsstabilisierer, okay. Ich will mir aber trotzdem nochmal Blauglanz. Stimmt, ich glaube, das ist gefrorener Maschinensaft. Dieser Blauglanz müssen wir auf jeden Fall sammeln. Dann können wir nämlich coole Rüstungen und Sachen davon kriegen. Auf jeden Fall die Waffen hätte ich gerne. Das ist so das Mindestmaß. Ja. Wo geht's denn eigentlich nachher hin, wenn du gleich los musst? Oder musst du mit deinem Hund raus? Und was hältst du eigentlich von der... Kalt. Sehr kalt. Eindeutig. Und was hältst du eigentlich von der Dingsbums aktuell? Von der Gegend hier? Ich meine, Horizon Zero Dawn kennst du ja. Generell. Und eine hiervon... Sehr laut, was da oben abgeht. Rotes Licht bedeutet Ärger. Ach nein. Nein. Dieser Lümmel. Wie eine Taube in der Stadt einfach. Du bleibst hier. So, und jetzt Langhalszeug hinzufügen. Okay. Oha, bloß nicht runterfallen, Aloy. Bloß nicht runterfallen. Gut, das passt. Muss nur funktionieren. Ja, das hoffe ich. Wenn nicht, haben wir Arschkarte gezogen. Tja. Sieht doch besser aus als vorher. Okay, ich glaube, ich muss nicht mehr den Strom.
schief läuft, merkt es wenigstens keiner. Wenn es schief läuft, merkt es keiner. Bist du dir da sicher? Ein wenig Strom sollte helfen. Ja. Ich muss nur auf den Langhals klettern. Ich muss weiter nach oben. Ja, ich weiß. Lass mir mal genug Zeit, einfach mal nach oben zu kommen, Schätzelein. Dann kriegen wir das auch hin. So. So, packen wir schon mal 3 Seile ein. Wie viele Fähigkeitspunkte haben wir? 2. Was wollte ich denn eigentlich leveln? Das auf jeden Fall Ausbeuter. Ist vielleicht gar nicht mal verkehrt, wenn ich mehr Ressourcen kriege. So. Das war ein guter Überraschungsangriff. Die Frage ist, ja, hier komme ich hoch. Das sieht man eindeutig. Fand ich bei Forbidden West ein bisschen schade, dass man das da nicht so extrem sieht. Sollte so nicht passieren. Okay, lass mich raten, hier gibt's. Schaden. Ich will zwar nichts sagen, aber 29% Schaden, 36. Jawoll. Was haben wir denn hier? Ich bin eigentlich zufrieden mit dem Bogen. Mit den Bögen. Die Frage ist nur, komme ich jetzt hier hin? Müsste eigentlich von hier durchkommen. Will mich nicht abseilen. Oder? Ich weiß es nicht. Ach, von da komme ich. Okay. Och nein! Großer, warte! Na gut. Ich hätte von hier gut abspringen können. Das bedeutet, das heißt, es war... Du musst von hier aus auf den Langhals springen können. Ja. Hätte ich ein bisschen drauf geachtet, hätten wir das auch hingekriegt. Jo, sonst was geht bei euch? Und wie sieht's morgen aus? Gib mal einen Hinweis. Sag mal was, Justin. Sonst könnten wir nämlich eine Runde Deluxe spielen. Ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Switch-Spiele. Aber ich habe mir, wenn ich mir jetzt noch eine gute Capture Card holen will, habe ich mir für diesen Monat genug gemacht. Jo, komm kleiner Langhals, komm zu mir. Aloy trinkt mit dir ein Bier. Kein Plan, was morgen, ob morgen was bei mir ist. Ah, okay. Würde nämlich gerne mal Mario Kart 8 Deluxe spielen. Ich finde es so schade, dass jetzt auch Nintendo mit diesen DLCs anfängt. Das hätten sie nicht machen müssen. Die waren so gut, wie sie waren. Ich weiß auch gar nicht, wie man da Erweiterung kriegen kann für
Warum sind nicht auf, einfach auf der Game auf der Cartridge drauf? Ich find's auch schade, dass es keine Spielebeschreibung mehr gibt. Ich meine, komm schon. Das ist alles. Lame. Das ist einfach nur lame. Ja, alles voll. Das ist super. Ob ich die Pfeile jeweils brauchen werde, weiß ich nicht. Weil die 19 Damage machen, das sind die schwächeren. Vielleicht für Kleintiere und Fische. Ich kann mir noch ein Pizzablech machen. Ich habe noch Würstchen da zu Hause. Und ganz viel Knabber. Mist. Geronimo! Geschafft. Und jetzt hoch auf seinen Kopf. Jo. Hättest du die Information nicht so holen können von dem? Oder muss er dafür rumlaufen? Sollte eigentlich mit dem Let's Play und der Hauptstory wesentlich weiter sein. Wenn ich... LOL. Wenn ich Vollhorst... es nicht geschafft hätte, mich schon wieder in dieses Spiel zu verlieren. Karte zeigen. Jawoll! Okay, finde Schiental. Ja, hier gibt es auch einiges. Begib dich zum See. Auf jeden Fall, anders als bei der Hauptstory, würde ich hier schon ganz gerne, so gut ich kann, alles mitnehmen. Ich will mal was gucken. Ey, ich will mal was gucken. Das hat mit den FPS nichts zu tun. Okay. Burgren sagte, dass Oreas Lehrling dem Fluss nördlich folgt. Hoffentlich nicht zu weit. Ich glaube, es liegt an OBS. Dachs. Das ist ein Dachs. Das hält sich eine Weile. Aber wofür Dachsknochen und so ein Kram? Eichhörnchen! Eichhörnchen! Nee, Eichhörnchen lassen wir in Ruhe. Die sind knuffig. Ich weiß auch gar nicht, wofür wir die brauchen. Vielleicht für... Das ist Nightwolf, der Ausschau nach dem Turm heißt. Er sendet wohl einen Impuls oder so. Interessant. Überbrücken könnte klappen. Nightwolf? Wer bist du? Wie kommst du hierher? Burgren sagte mir, du wärst hier. Er ist hartnäckig. Was hältst du von dem DLC aktuell? Ich habe dem Osseram schon tausendmal gesagt. Ich will nichts von ihm kaufen. Oh, ich verkaufe nichts. Ich suche nur nach Urea. Vergiss es. Wo sie ist, können nur Schamanen hin. Sie sucht Rat bei der Stimme im blauen Licht. Das ist ihre Aufgabe. Und ich soll die Handlungen des Dämons beobachten. Die Ausbreitung stoppen, wenn ich kann. Aber was mache ich gegen die Türme? Binnen Wochen verteilten sie sich im ganzen Schnitt. Die Energie des Dämons fließt durch sie. Ruft die Maschinen, repariert sie sogar. Aratak sagt, der Dämon soll Maschinen aufhetzen? Schau da, die mit der violetten Zeichnung. Sie gehören zum Dämon. Sie sind stärker, gefährlicher. Ich habe so etwas schon mal gesehen. Verderbnis. Aber nicht durch euren Dämon. Wirklich? Dann weißt du mehr als ich. Diese Türme, waren sie Teil der Verderbnis? Nein. Es war aber ähnlich. Wie gesagt, sie stärken die Maschinen des Dämons.
Wir müssen sie stoppen. Das kriegen wir sogar eigentlich hin, weil wenn wir die überbrücken, können wir nämlich das Signal halt stoppen. Sagst du mir, wo ich Urea finde? Du stellst sehr viele Fragen. Nur, wenn ich nutzlose Antworten kriege. Es gibt nur eine Stimme, die Urea jetzt hören will. Nicht deine. Tut mir leid. Also gut, du willst die Ausbreitung des Dämons stoppen? Ich weiß, wie wir anfangen. Mit meinem Bogen und Speer. Fremde, warte. Sagst du mir deinen Namen? Aloy. Gut. Wenn dich die Maschinen erwischen sollten, kann ich Urea wenigstens ordnungsgemäß berichten. Vielen Dank für dein Vertrauen. Ich versage nicht. Wenn ich fertig bin, dann erzählst du mir, wo sie ist. Das ist doch ein Deal. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Zerstöre oder überbrücke den Turm. Das Problem ist, wir können da nicht richtig ran. Weil er sofort... Müssen halt mal gucken, ob wir das komplett hinkriegen. So, wenn wir den Turm überbrücken oder zerstören, das ist ja jetzt diesmal egal, dann können wir die Maschinen, die hier von dem Turm kontrolliert sind, ein bisschen rumschocken. Und dann haben wir ein gutes... Autsch! Aua! Dann sind die nicht ganz so aggressiv. Weil ich glaube, wenn wir die nicht überbrücken, sind die halt stärker. Super, perfekt. Ja, man kann ihn überbrücken und das wird dann... Ja, es läuft. Also auf Schwedisch wesentlich mehr Probleme, aber ja. Ja, Frage bleibt im Raum stehen. Ist auch okay. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Muss aber mal ganz kurz Pipi machen. Bis gleich. Oh, was habe ich denn zum Knabbern? Brombeeren, Brombeeren und Brombeeren. Sehr einseitig. Ich komme mit den Maschinen und Türmen zurecht. Fehlt nur der Dämon. Du hast seine Kraft irgendwie absorbiert. Vielleicht.